Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, guten Morgen, herzlich willkommen und frohe Pfingsten. Frohe Pfingsten Ihnen, die Sie hier sind in unserer Peterskirche hier in Bacharach, und frohe Pfingsten denen, die etwas später im Internet mit uns diesen Gottesdienst feiern werden. Wir sind auf Nummer sicher gegangen, haben diesen Gottesdienst gestern beschließenderweise hierhin verlegt. Und ich bin ganz froh drum, dass wir so entschieden haben, denn in Neurath wäre es doch jetzt etwas nass gewesen, mindestens von unten. Ist schade, aber nicht zu ändern, und es soll uns nicht daran hindern und davon abhalten, einen fröhlichen Geburtstagsgottesdienst zu feiern. Einen doppelten Geburtstag feiern wir. Einmal ist Pfingsten der Geburtstag der großen weltweiten Kirche, der Gemeinschaft all derer, die an Jesus Christus glauben. Das mit Pfingsten ist jetzt fast 2000 Jahre her. So alt ist die Kirche eben schon. Dann feiern wir aber gleichzeitig auch einen 10. Geburtstag. Unsere Kirchengemeinde, die Evangelische Kirchengemeinde Viertäler, ist am 1. Juni 10 Jahre alt geworden. Also sozusagen die kleine Ausprägung der großen weltweiten Kirche hier vor Ort. Beides ist uns Grund zum Feiern und zur Dankbarkeit, und zu einem Fest gehört festliche Musik, und darum heiße ich mit großer Freude unseren Männergesangverein Eintracht 1822 Oberdiebach e.V. heute Morgen hier willkommen, der diesen Gottesdienst mitgestaltet. Vielen Dank dafür, wir freuen uns sehr. Mit Unterstützung von Annette Dott singen wir das erste Lied, das Sie im Liedblatt finden. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Lasst uns Gott loben mit Worten, die dem 150. Psalm nachempfunden sind. Dabei bitte ich euch und Sie, immer mitzusprechen den Kehrvers, der auf der ersten Innenseite im Programmheft abgedruckt ist. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Wir sprechen einmal zusammen. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Noch einmal, damit auch Kinder, die noch nicht lesen können, sich einprägen können. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Lobt Gott mit euren Festen, lobt ihn für seine großen Taten.
Lobt Gott mit euren Händen, lobt ihn mit euren Gedanken. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Lobt Gott mit eurer Fröhlichkeit, lobt ihn für seine Güte. Lobt Gott mit eurer Stimme, lobt ihn mit den Worten fremder Völker. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Lobt Gott mit euren Gitarren, lobt ihn mit Liedern und Klängen. Lobt Gott mit euren Tänzen, lobt ihn mit eurem ganzen Körper. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Lobt Gott, feiert seinen Namen, alt und jung, lobt den Herrn. Alles, was lebt, soll Gott loben. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn. Dieses Lob kann man auch singen, und das tun wir jetzt gemeinsam. Wir singen den Kanon, lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Zunächst hören wir es einmal vom Keyboard und dann werden wir ihn einmal miteinander singen. Und dann übernimmt die Annette Dott, dann probieren wir das mal wirklich im Kanon. Vielen Dank, hat gut geklungen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir heute diesen Geburtstag feiern dürfen. Nun ist unsere Kirchengemeinde schon 10 Jahre alt. Den Älteren kommt es vor, als sei das erst gestern gewesen, dass wir diese Gründung gefeiert haben, den Zusammenschluss der Kirchengemeinden Bacharach-Steeg und Oberdiebach-Manubach. Den Jüngeren kommt es dagegen vor, als sei es nie anders gewesen, als es jetzt ist. Wir danken dir, dass du deine Kirche durch die Zeiten behütest und bewahrst. Im Moment steht der Kirche insgesamt der Wind mächtig entgegen, und sie ist daran nicht unschuldig, das weißt du. Wir bitten dich, lass uns nicht mutlos werden. Schenke uns deinen Heiligen Geist, so wie du ihn damals an Pfingsten in Jerusalem den Jüngerinnen und Jüngern geschenkt hast. Wir brauchen ihn heute genauso. Amen. So. Thank you.
Nachdem Jesus auferstanden war, hat er seinen Jüngern gesagt: Ihr sollt meine Zeugen sein und die Menschen zum Glauben einladen. Die Jünger hatten Angst vor dieser Aufgabe und fragten sich: Wie sollen wir das schaffen? Daraufhin versprach Jesus ihnen: Keine Angst, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wir hören, wie sich dieses Versprechen erfüllt hat. Ich lese aus Apostelgeschichte 2. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben. Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten: Die Leute sind doch betrunken. Da stand Petrus auf und die 11 anderen Apostel mit ihm. Und er rief laut: Ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Hört mich an. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst 9 Uhr früh. Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Ihr Männer von Israel, hört, was ich euch zu sagen habe. Jesus von Nazareth wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und staunenerregenden Wunder, die Gott durch ihn unter euch vollbracht hat. Ihr wisst es selbst. Den habt ihr Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. So hatte Gott es nach seinem Plan im Voraus bestimmt. Und genau den hat Gott aus der Gewalt des Todes befreit und zum Leben erweckt. Denn der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten. Diesen Jesus also hat Gott vom Tod auferweckt. Wir alle sind dafür Zeugen. Er wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben und erhielt von seinem Vater die versprochene Gabe, den Heiligen Geist, damit er ihn über uns ausgießt. Was ihr hier seht und hört, sind die Wirkungen dieses Geistes. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen: Gott,
hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete: Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Wir bekennen nun gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam singen: Halleluja, preiset den Herrn, das Lied auf ihrem Liedblatt. Das Lied kennt, beziehungsweise schon mal im Gottesdienst oder Kindergottesdienst gesungen hat, ahnt, was jetzt kommt. Ich bitte alle, während des Singens beim Halleluja aufzustehen und bei Preise den Herrn sich wieder hinzusetzen. Diejenigen, die heute noch sehr müde sind oder aus anderen Gründen irgendwie denken, oh nee, das Theater mache ich nicht mit, dürfen getrost sitzen bleiben und ich glaube, ich kann Ihnen versichern, Sie werden keine Sticheleien von Ihrem Nachbarn dann hören. Aber wenn Sie sich darauf einlassen können, dann stehen Sie jetzt bitte beim Halleluja einfach mit auf. Halleluja, 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 machen wir es so, dass die Kinder und alle, die sich gerade heute so fühlen, als wären sie Kinder, bei Halleluja aufstehen. Die dürfen jetzt schon mal gleich aufstehen, weil es ja mit Halleluja anfängt. Ja? Und alle, die sich für erwachsen halten, die stehen auf bei Preise den Herrn. Mal gucken, ob das klappt. Halleluja, 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 Halleluja.
die ursprünglich zu dem Oberdiebacher Teil der Gemeinde gehört haben, bevor die fusioniert war. Und die anderen, die eher zu dem Bacherer Teil gehört haben, die stehen auf bei Preise des Herrn, Preise den Herrn, und wer zu gar nichts gehört hat, weil er sonst woher kommt, der darf sich aussuchen, wo er aufsteht. Also die eher Oberdiebacher damals gewesen sind oder heute noch sind, die stehen bei Halleluja auf, vielleicht jetzt schon mal gleich zu Beginn, damit man weiß, ja, okay, und die anderen, die Bacharacher, beipreise den Herrn. Einmal Fitnessstudio gespart, würde ich sagen. Schön, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Ich bitte jetzt mal alle Kinder, zu mir nach vorne zu kommen. Es sind nicht so viele, aber die bitte ich trotzdem, nach vorne zu kommen. Auch gerne die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die hier sind. Also, Geburtstagsständchen gehört zum Geburtstag, aber natürlich auch ein Geburtstagskuchen. Ich hole den mal ein bisschen in die Mitte. Ups, so. Jawohl, da kommt ihr. Kommt mal herbei, genau. Genau. Könnt euch vielleicht einfach hier vorne auf den Teppich hocken, wenn das okay ist. Gerade mal so einen Moment. Ja, ja. Du darfst deine Mama gerne mitbringen, wenn du möchtest, ja? Genau. Muss keiner alleine kommen. Happy Birthday, liebe Gemeinde. Happy Birthday to you, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Gemeinde, happy birthday to you. Wunderbar, perfekt. So, Paula, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich würde mich gerne hier hinsetzen. Kannst du gerade so ein Stück darüber rutschen? Dankeschön. Ja, genau, danke. Also, Geburtstagskuchen. Ihr kriegt auch gleich, nicht sofort, ihr kriegt aber gleich ein Stück davon. Dazu muss man natürlich jetzt erstmal die Kerzen ausmachen. Wer macht das mal? Wer traut sich, die Kerzen auszupusten? Wer will die Kerzen ausblasen? Mutige vor. Niemand? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Wer pustet die Kerzen aus? Mag es einer von euch machen, von euch Konfis? Einmal beherzt pusten, komm. Könnt euch nicht einigen? Sonst pustet zusammen. Ja, jawohl, danke schön, mutig, das ist gut. Einmal auspusten einfach. Super, nochmal, feste, wirklich aus, feste. Bisschen tiefer, genau. Na, nochmal. Ja, nochmal. Nochmal. Jetzt sind sie alle aus. Dankeschön, wunderbar. Moment. Ja, was ist denn? Ja, also. Ey, das gibt's ja nicht. Habt ihr das gesehen? Die waren doch aus, oder? Die waren alle aus. Ich hab's genau gesehen. Was für ein Ding, ey. Ups, da sind die Kerzen, jetzt sind sie alle wieder an, fast alle. Die letzte wartet noch einen Moment. Jetzt auch wieder. 10 Kerzen, ausgepustet, alle 10 wieder an. Das ist ein Ding, ne? Ich weiß, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, aber das erinnert mich an Pfingsten. Und ich hole mir mal gerade einen Stuhl, dann hocke ich mich zu euch, das muss ich euch nämlich kurz erzählen. Kleinen Moment. Ich bin 5-mal so alt wie die Kirchengemeinde, da kann ich leider nicht mehr so gut auf dem Boden hocken, den Stuhl holen. So, ja, was haben diese komischen Kerzen, die von selber wieder angehen, mit Pfingsten zu tun? Das will ich euch erklären. So war das, oder so ist das, besser gesagt, mit Jesus und mit seiner Kirche nämlich auch. Ja? Das war damals am Karfreitag so, dass die Jünger von Jesus, die Freunde, geglaubt haben, jetzt ist alles aus. Ja, so wie gerade die Kerzen alle aus waren, haben die gedacht, das war's. Die haben ganz viel Hoffnung auf Jesus gesetzt.
und haben sich gesagt, Mensch, der kann uns helfen, der hat den Menschen Mut gemacht, der hat Kranke geheilt, der hat Traurige getröstet, der hat sogar Leute wieder zum Leben erweckt, die gestorben waren. Und hat denen, die kein Mensch mochte, gezeigt, dass Gott alle Menschen lieb hat. Und dann wurde er gekreuzigt, sein Lebenslicht ausgepustet, so wie ihr gerade eben die Kerzen ausgepustet habt. Aber 3 Tage später war er wieder da und ist seinen Freundinnen und Freunden begegnet. Gott hat Jesus auferweckt. Die Flamme war also sozusagen wieder angegangen, so wie hier auf eurem Geburtstagskuchen gerade auch. Am Anfang war ihr Licht klein. Die Jünger hatten Angst, die haben sich gesagt, wenn wir den Leuten erzählen, Jesus ist auferstanden, dann denken die doch, die sind jetzt vollends bescheuert. Außerdem hatten sie Angst, haben sich gesagt, nicht, dass wir danach auch noch ans Kreuz geschlagen werden, so wie Jesus, wenn wir sogar nach seinem Tod noch zu ihm halten. Aber Jesus hatte ihnen gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, wartet's ab, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Der kommt auf euch und wird euch helfen, dass ihr meine Zeugen in dieser Welt seid. Dann kam Pfingsten und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf ihn. Jetzt stellt euch bitte den Heiligen Geist nicht irgendwie vor wie so ein Gespenst, der irgend so ein benachthemdetes Wesen, das nachts im Dunkeln irgendwo rumwabert. Der Heilige Geist ist kein Gespenst, sondern ist nichts anderes als Gottes unsichtbare Kraft. Ja, also nicht irgendwie so ein spooky Wesen, sondern Gottes Kraft in uns, die wir nicht sehen können, deren Folgen wir aber sehen. Könnt ihr euch das so ähnlich vorstellen wie beim Wind? Da ist das auch so, ne? Den sieht man nicht, den Wind, aber man sieht, was der macht. Der sieht, wie er die Blätter durch die Gegend pustet und man spürt, wie er einem ins Gesicht weht. Und die Jünger haben damals gespürt, dass der Heilige Geist da war. Die haben Mut bekommen, ihre Angst überwunden und haben den Menschen, die in Jerusalem waren, erzählt, Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und Gott ist uns ganz nah. Ihre Angst war wie weggeblasen und das erloschene Licht wieder an und sie hatten die Kraft und den Mut zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und dieser Moment, das war die Geburtsstunde der Kirche. Das feiern wir seitdem jedes Jahr an Pfingsten. Den Geburtstag der Kirche, dadurch, dass der Heilige Geist den Freunden von Jesus den Mut gegeben hat, von ihm zu erzählen. Nur statt dass das ausgepustet war, ging es da erst richtig los. Die kleine Gemeinschaft von Leuten, die sich zu Jesus hielten, die wurde jeden Tag größer. Und das war, wie ja, die Kerzen sich eben schon beinahe gegenseitig angezündet haben. So war das damals auch. Die gute Nachricht von Jesus hat sich so weit ausgebreitet, dass wir heute Morgen hier in einer Kirche sitzen und an Jesus Christus glauben. Gottes Geist ist nicht zu stoppen. Ja, es hat viele Momente gegeben seit damals, wo Menschen gedacht haben, jetzt ist es aus, die Kirche ist am Ende. Schon ein paar Wochen nach Pfingsten war das zum ersten Mal so. Da haben nämlich die, die Jesus gekreuzigt haben, tatsächlich gesagt, nee, die Freunde müssen auch weg, sonst hört das ja nie auf. Die hatten also recht mit ihrer Angst, ne? Aber sie haben es rechtzeitig mitbekommen und sind aus Jerusalem geflohen und in die anderen Städte und Dörfer drumherum gegangen. Aber jetzt glaubt nicht, die hätten dann da einfach den Mund gehalten. Nein, die sind dann da von Haus zu Haus gezogen und haben in diesen Dörfern und Städten wieder von Jesus erzählt, sodass sich die Kirche dadurch noch ausgebreitet hat. Wieder war es so, dass welche versucht haben, der Kirche das Licht auszupusten, stattdessen wurde sie größer. So ging das immer wieder. Immer wieder haben Menschen geglaubt, es ist aus. Und vor ungefähr 13 Jahren ist uns das hier so gegangen. Da haben wir hier im Viertälergebiet gedacht, jetzt ist es aus mit der Kirche. Das war nämlich so, das könnt ihr Kinder noch gar nicht wissen, damals gab es hier noch 2, also eine Pfarrerin und einen Pfarrer. Die Pfarrerin hieß Birgit Becker, die war hier im Talbacher Steg zuständig und ich war drüben in Oberdiebach-Mannobach. Und dann hat sich die Birgit Becker aber, die ist wegberufen worden sozusagen, nach Koblenz und es hieß, die Stelle wird nicht wieder besetzt. Da haben wir damals gesagt, das war's dann wohl. Wie soll das denn gehen? Ein Pfarrer für dieses ganze große Gebiet.
Und ganz ehrlich, ich habe das auch gedacht. Aber dann haben wir uns mal mit den Leuten, die die beiden Gemeinden geleitet haben, mit dem komischen Wort Presbyterium, alle zusammengetroffen und gemerkt, ey, wir verstehen uns total gut. Manche kannten sich noch gar nicht untereinander, die haben Freundschaften geschlossen. Und die haben gesagt, meine Güte, jetzt haben wir gedacht, alles wird schlechter, aber wir gewinnen ja auch ganz viel dazu. Wir kennen neue Leute und wir merken, auch im Nachbartal gibt es Menschen, die an Jesus glauben und denen das wichtig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es schon so ist, dann heiraten wir mit den beiden Gemeinden und werden eins. Und das war dann im Juni 2012, also vor 10 Jahren, soweit. Und das hat alles super geklappt, ohne Streit, ohne Ärger, ohne Zank, ohne böses Blut. Da war der Heilige Geist am Werk, das sage ich euch. Heute wird unsere Gemeinde 10 und wir sind immer noch eine lebendige Gemeinde. Trotz Fusionen, obwohl wir immer kein Geld haben und ja, sogar trotz Corona. Auch das hat unser Leben nicht ausgeblasen. Gottes Geist ist nicht zu stoppen. Jetzt steht die Kirchengemeinde wieder vor einer Veränderung. Ich weiß, dass das manchen im Magen liegt. Aber glaubt mir, die Form von Kirche, die verändert sich. Pfarrerinnen und Pfarrer kommen und gehen. Aber einer bleibt. Jesus. Und das ist das Wichtigste. Und der ist der Wichtigste. Und der sagt uns, so wie er damals seinen Freunden gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dieser Geist ist weder zu stoppen noch zu toppen. Bei allen Veränderungen, bei allen Widerständen, bei allem Gegenwind, den die Kirche hat, das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat, geht nicht aus. Ihr habt es gesehen, die Kerzen auf dem Kuchen, die sind inzwischen aus. Jedes Bild hat irgendwo seine Grenzen und kein Vergleich, der nicht auch hinkt. Das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat, das geht nicht aus. Dass die Kerzen auf dem Kuchen aus sind, ist gar nicht so schlecht, denn sonst könnte man den nicht essen. Und ich habe euch ja nicht umsonst nach vorne kommen lassen. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr jetzt alle ein Stückchen von diesem Kuchen haben. Wir haben sogar noch einen zweiten Reservekuchen. Am besten schneiden wir obendrauf die Kerzenreste großzügig ab, sonst schmeckt das so ein bisschen nach Asche, das wäre nicht so gut. Genau. Sind noch irgendwo Kinder in der Kirche, die sich eben nicht getraut haben? Die würde ich nach einladen, auch noch nach vorne zu kommen, damit ihr auch ein Stückchen von dem Kuchen abbekommt. Wenn wir nachher noch was übrig haben, dann dürfen auch ein paar Erwachsene noch was kriegen. Aber ihr müsst jetzt warten. Mit euch Erwachsenen will ich nämlich zunächst mal singen, das nächste Lied, O komm, du Geist der Wahrheit.
Wir hören den MGV, er singt: In Gottes Hand leg ich all mein Leben. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Tröste die, die um einen lieben Menschen trauern. Stärke in ihnen die Hoffnung auf deinen Heiligen Geist, der durch nichts zu stoppen ist. Der Leben schafft, wo der Tod regiert. Der Mut macht, wo die Angst übermächtig ist. Der Wege öffnet, wo die Zukunft verbaut zu sein scheint. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. In deiner Hand liegt auch das Leben unserer Gemeinde. Wir danken dir für die 10 Jahre, die seit ihrer Gründung vergangen sind. Danke für die vielen Menschen, die sich eingebracht haben und einbringen. Für jedes Problem, das wir mit deiner Hilfe lösen konnten. Für jede Ermutigung und jeden Trost, den Menschen in unseren Gottesdiensten, in unseren Gruppen und Kreisen erfahren durften.
Bleib unserer Gemeinde auch in Zukunft treu zur Seite und segne ihre Arbeit. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für deine Kirche insgesamt. Viele Menschen haben sich abgewandt. Hilf allen, die von dem massenhaften Missbrauchfällen betroffen sind. Lass sie nicht an dir und am Leben irre werden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich um ein. Wir bitten dich um ein Ende des Krieges in der Ukraine. Es macht uns wütend, dass ein Mann Millionen von Menschen so viel Leid und Elend antut. Nimm Wladimir Putin seine Macht und schenke der Welt Frieden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich, dass alle Menschen in Frieden, Freiheit und Würde und in einer intakten Natur leben können. Segne alle, die sich dafür einsetzen und lass auch uns dazu gehören. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Im Glauben an deine Verheißung und im Vertrauen darauf, dass du uns hörst, beten wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herzliche Einladung. Morgen geht es pfingstlich weiter. 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche in Trechtingshausen. Dazu ganz herzliche Einladung. Am Dienstag um 17 Uhr ist der nächste Online-Seniorennachmittag. Sagen Sie es ruhig weiter, wir sind immer auch gerne noch offen für neue Interessierte, die daran teilnehmen. Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr machen wir geschlechtergetrennt zwei Veranstaltungen. Es treffen sich hier in Bachach im Christophorushaus die Miriam-Frauen mit dem Thema, was mir meine Taufe bedeutet. Da dürfen Sie, wenn Sie haben, gerne Fotos von Ihrer Taufe mitbringen, Ihren Taufspruch oder was auch immer. Müssen aber nicht, Sie dürfen auch mit leeren Händen kommen. Zur gleichen Zeit treffen wir uns mit dem Männerstammtisch in Oberdiebach im evangelischen Gemeindehaus. Kommenden Freitag um 15.30 Uhr treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die nächstes Jahr konfirmiert werden. Da geht es auch nochmal um den Heiligen Geist und um Pfingsten. Wir sind hier in Bacharach im Christophorushaus. Die Anmeldung für die neue Gruppe, die nach den Sommerferien startet und dann 2024 konfirmiert wird, die läuft jetzt. Bis zum 1. Juli können sich Kinder oder können Eltern ihre Kinder anmelden, die nach den Sommerferien ins siebte Schuljahr kommen oder 12 Jahre alt sind oder werden. Heute in einer Woche hoffe ich, dass das Wetter dann aber wirklich mitmacht. Da haben wir nämlich eigentlich keinen Plan B. Da laden wir herzlich ein zum Berggottesdienst nach Winsberg, an der Kirche in Winsberg. Das ist auch nochmal ein besonderer Berggottesdienst, denn in diesem Rahmen werden wir Teil 2 des 200. Geburtstags vom MGV Oberdiebach feiern. Das muss man in mehreren Runden tun. Ihr habt im April angefangen, nächste Woche geht es weiter. Nochmal ein paar Jahre älter als unsere Kirchengemeinde. Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom Männergesangverein, von den Swinging People und von unserem Posaunenchor. Und anschließend gibt es dann auch etwas zu essen und zu trinken. Diesen Gottesdienst in und aus Winsberg werden wir auch im Internet übertragen. Und dann, so ein Stück in eigener Sache, möchte ich das schon einmal ankündigen. Am 3. Juli wird vermutlich meine Verabschiedung sein aus dem Dienst in dieser Gemeinde, die Entpflichtung durch die Synodalassessorin Pfarrerin Birgit Becker. Da schließt sich dann auch irgendwie so der Kreis. Wir haben zwei Locations reservieren lassen, zum einen die Rheinanlagen für den Fall, dass das Wetter das mitmacht und zum anderen die Fürstenberghalle in Oberdiebach für den Fall, dass es nicht gut sein wird. 3. Juli, 15 Uhr. Es steht ein kleines bisschen noch unter Vorbehalt, weil
es muss im Presbyterium noch beschlossen werden, da hatte ich noch keine Gelegenheit zu. Aber ich sage es jetzt hier schon mal, weil die Zeit langsam wegläuft und Sie sind natürlich alle sehr herzlich eingeladen. Wie es dann genau auskommt, das werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen. Die Kollekte am Ausgang ist zur einen Hälfte bestimmt für die Dachsanierung an der Kirche in Manubach und die andere Hälfte ist für die Aktion Hoffnung für Osteuropa bestimmt. Das ist eine Aktion der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Vom Baltikum im Norden bis zu den Ländern des ehemaligen Jugoslawien im Süden reicht das Engagement von Hoffnung für Osteuropa. Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen aus dem Gebiet der evangelischen Kirche im Rheinland haben Kontakt zu Initiativen und Projekten vor Ort. Soziale Hilfe und Begegnung auf Augenhöhe werden praktisch gelebt. Dort, wo staatliche Sozialsysteme versagen, wollen kirchliche und diakonische Projekte einspringen. Unterstützt werden da zum Beispiel konkret Notapotheken, Beschäftigungsprojekte, Kinderkrippen, Sozialberatungsstellen, Kleiderkammern und auch Streetworker für Jugendliche. Gott segne Geber und Gaben. Eigentlich hätte der Wintersportverein Rabenkopf gerne nach dem Gottesdienst in Neurath Würstchen verkauft. In der Kirche grillen ist nicht so gut, deswegen müssen wir auf die Würstchen leider verzichten. Ich danke aber trotzdem dem Wintersportverein für die Bereitschaft, dieses Fest heute mitzugestalten. Aber wer noch gerne noch einen Moment hier bleibt, dass wir einfach uns noch ein bisschen unterhalten, noch ein bisschen weiter feiern, den lade ich ein, die Kirche nicht gleich zu verlassen. Wir haben auch noch ein bisschen Kuchen übrig. Wer sich jung fühlt und denkt, ach, eigentlich bin ich noch ein Kind, der darf auch gerne dann noch ein Stück Kuchen bekommen. Der ist jetzt, glaube ich, schon unten oder wird dann runtergebracht. Genau, da vorne an dem alten kleinen blauen Altar, der da an der Seite steht, können Sie den dann bekommen. Herzlichen Dank an euch, den Männergesangverein Eintracht 1822 Oberdiebach e.V. für die Musik. Sie sind stehen geblieben, das heißt, wir hören sie auch nochmal. Herzlichen Dank an Annette Dott, die uns heute gut in Atem gehalten hat mit der Musik, mit dem Mitmachen. Herzlichen Dank an meine junge und meine jung gebliebenen Lektorinnen in diesem Gottesdienst und Ihnen und euch allen herzlichen Dank fürs Kommen, dass wir diesen Geburtstag miteinander feiern konnten. Unser Leben sei ein Fest. Wir singen das Schlusslied. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.
Amen.